Hallo, in diesem Video möchte ich einen weiteren FFmpeg-Videofilter vorstellen, und zwar den Videofilter-Format. Mit diesem Videofilter kann man das Pixelformat ändern und das geht wie folgt. Ich bin im Verzeichnis Videos, habe hier ein Video und ein Bild. Für meine Beispiele werde ich aber nur das Bild benutzen. Ich öffne ein Terminal, wechsle ins Verzeichnis Videos, CD-Leerzeichen Videos. Und jetzt gebe ich ein FFmpeg Leerzeichen minus i für die Input-Videodatei. Das ist hier das Bild, und zwar b.jpeg Leerzeichen minus vf. So gibt man den Videofilter an. Das ist hier Format. Ist gleich, jetzt kommt der Wert, also ein Pixelformat, zum Beispiel Mono B. Okay, und am Ende kommt die Ergebnisdatei, die nenne ich einfach mal b.png. Mit diesem Pixelformat ist es möglich, dass das Bild bzw. die Frames von den Videos nur noch in schwarz-weiß angezeigt werden. Also es sind lediglich schwarze Punkte und weiße Punkte. Was für Pixelformate gibt es eigentlich? Das kann man sich anzeigen lassen, und zwar mit dem Befehl ffmpeg Leerzeichen minus pix unterstrich fmts. Oder es geht auch mit dem Befehl ffmpeg minus pix unterstrich fmt Leerzeichen list. Das sind dann die ganzen Pixelformate. Zum Beispiel ein anderes Pixelformat wäre Gray. So wird das Bild bzw. die Frames in den Videos werden dann in Grautönen angezeigt. Aber FFmpeg hat um ein Pixelformat zu ändern, auch eine Option, also ein Videofilter ist hier eigentlich nicht notwendig. Und diese Option wendet man wie folgt an. Man gibt ein FFmpeg Leerzeichen minus i, also die Input-Videodatei, wieder b.jpeg Leerzeichen, und jetzt kommt minus pix unterstrich fmt Leerzeichen, und jetzt kommt der Name des Pixelformats. Zum Beispiel auch wieder Mono B. Und am Ende die Ergebnisdatei. b.png. Okay, ciao und viel Glück.